Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Mann, ich bin hier schon bestimmt 2 Stunden am Vorherspielen, um mir irgendwie bessere Ausrüstung zu kriegen, aber das Spiel will mich einfach nicht lassen. Es ist irgendwie noch verbuggter als vorher. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, dass Enderal statt über den Launcher über Steam zu spielen, daher hat Steam gemeint, er müsste. Beziehungsweise Skyrim, das Hauptspiel eigentlich, hatte gemeint, meine Grafikeinstellung umzustellen. Danach lief überhaupt nichts mehr. Jetzt tappt diese Fehlermeldung mich schon aus dem Spiel raus. Das ist noch beschissener. Es wird wahrscheinlich in dieser Aufnahme auch noch dazu kommen. Also in letzter Zeit läuft es in der Reihe richtig kacke hier, was es an Bugs angeht. Ja. Und ich habe mich jetzt nur in neuen Magien eingedeckt, beziehungsweise mir neue Fertigkeiten, Punkte. Also Handwerkspunkte habe ich mir besorgt und aber jetzt an ausrüstungstechnisch von Rüstungs her und so hat sich da jetzt nicht viel verändert. So, wir wollen heute uns auf den Weg begeben, den letzten Siegelstein zu kriegen. Ob uns das gelingt, weiß ich natürlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir da ankommen. So wie wir jetzt gehen werden. Das ist nämlich in erster Linie nur Feinde. Und es führt gar keinen Weg da lang, wo ich hingehen wollte. Ich frage mich, wie wollen wir denn da hinkommen? Müssen wir irgendwo da lang gehen, also erstmal zu dem alten Anwesen von Delvarik zurück. Ja, spuckt nur euren Scheiß. Das interessiert mich relativ. Oh, knapp. Wenig. Interessiert mir ja doch mehr, als ich gedacht hätte. Ich habe jetzt auch nicht groß Lust, hier gegen sonst was für Gegner zu kämpfen. Okay, jetzt sind wir bei Delvariks Anwesen. Jetzt müssen wir am besten. Weiter in die Richtung. Da ist ein Busch, der mich nicht vorbeilassen will. Was ist denn das hier? Für eine. Ortschaft. Geht's denn da rein? Alte Schattenstahlmine. Dass sie mir gar nicht als Dungeon oder so markiert ist, ist auch komisch. Vielleicht können wir da durchgehen und dann nach hinten rauskommen, aber ich bezweifle das. Ein Silberhin finden. Warum können wir da nicht direkt hinreisen? Ich bezweifle, dass das der Weg ist, auf den wir gehen müssen. Wie sind wir überall nur Felsen? Warum sind denn hier überall? Hm.
Minuten scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Ach komm schon. Muss man sich die Tore schon selbst aufmachen? Da hinten. Ach du Scheiße. Da bin ich ja super reingekommen. Was für eine Verschwendung. Das wollte ich gar nicht. Ach du Scheiße, ist noch einer. Mein Pferd lebt noch.
What the fuck ist das denn? So, die Sache ist jetzt nur, wenn ich jetzt mein Pferd nicht widerrufen kann, dann lade ich definitiv neu. Das ist schwer scheiße. Warum muss ich auch absteigen? Ich sehe, wie mein Reittier herbeigerufen wurde. Ach nö. Ach, das ist wie eine. Das ist heute. Aber komischerweise hatte ich bisher noch keinen Absturz. Oh, das ist schon mal ein Erfolg. Ey, es kann doch nicht sein. Ach, hier liegt's. Ach, scheiße, Mann. So, wir müssen jetzt leider neu laden. Und zwar, wisst ihr was, wir sehen uns wieder, wenn wir dort sind. So, ich stehe jetzt nochmals vor diesem Tor, jetzt ganz bis zum Missionsziel zu reisen, das schaffe ich nicht. Auf jeden Fall, ja, werden wir jetzt diese Viecher jetzt nochmal legen müssen und ich bin wirklich gerade, ich habe eigentlich null Bock mehr aufzunehmen. Ich nehme jetzt nur noch diese 10 Minuten auf, damit wir eine Folge haben. Aber, ne. Okay, ja, super. Shock Nova rüstet damit aus, keine Ahnung, ob es was bringt. Obwohl für die Ratte wäre es ein bisschen Verschwendung. Die gleich am Anfang steht. Da ist die Ratte. Schande. Ich will nämlich auch ein bisschen meine Sehnensteine mal ein bisschen verbessern. Geil. Ah, jetzt schießt er mal los.
ist denn meine Seelenfalle jetzt hin? Da. Nein! Bist du bescheuert? Ich könnte ja ausrasten, ey. Das ist mit Abstand die schlimmste Enderer-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Kriegst aber nicht hin, das ordentlich. Nee, warte. Das Ding, was wir hier drin haben will, finde ich nicht zauberreich, so wie ich es der. Das war einfach nur OP, was hier rumgehängt. Umhing. Ah, ich speichere doch schnell. Ich hab schon gedacht. Ich frage, jetzt konnte ich irgendwas ein... irgendeine Seele einfangen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, irgendwas ging auf mich über. Nicht mal, es ist nicht normal, was hier für Feinde sind. Ach so, der Löwe hat mich gar nicht entdeckt. Ah!
nicht, dass es der Löwe noch da ist. Den habe ich total vergessen. Ach, er noch. Hängt der fest oder was? Ist Frostwind auch eine ganz gute Sache. So weiter kämpfen, haben wir ganz schnell eine neue Stufe erreicht. Ja, Leute, das war's mit dieser kleinen Chaos-Folge hier von Let's Play Enderal. Auch wenn ihr diesen Kampf jetzt zweimal gesehen habt, ich muss ihn einfach wiederholen, weil ohne mein Pferd geht nie weiter. Das war teuer. Ja, in der nächsten Folge geht's dann hoffentlich normal weiter, ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt wirklich heute nur geschafft, eine Folge aufzunehmen. Müsst ihr euch vorstellen, eine Folge. Ich habe bestimmt 2 Stunden daran gesessen, eine bessere Ausrüstung zu holen, die nicht funktioniert hat, dann bis hierher zu kommen, gekillt zu werden, nochmal gekillt zu werden, um es dann endgültig zu schaffen und habe, ja, euch kaum was zeigen können. Es tut mir leid, in der nächsten Folge bin ich wieder ein bisschen entspannter. Bis dahin, ciao.